Auftakt zur 4x100 Meter Lagenstaffel. Die gemischte Staffel ist einer der Höhepunkte des diesjährigen internationalen Berlin Masters Cup. Startschwimmer Achim Reif hat sich mit seinen Vereinskameraden vom Berliner TSC heute gute Chancen ausgerechnet. Ja, für mich besonders ist mein Trainingsbecken hier. Ich bin im Verein hier und kenne jede Kachel sozusagen vom Training. Insofern macht es besonders Spaß, hier vor heimischem Publikum zu schwimmen. Rund 250 Athleten aus 5 Nationen treten hier gegeneinander an. Das Besondere, die Wettkämpfer sind in Altersklassen unterteilt. Die ältesten Sportler sind über 85 Jahre alt, die jüngsten gerade einmal 20. 2 Tage lang heißt es alles geben im Europasportpark. Für Achim Reif geht es auch in seiner Spezialdisziplin Rückenschwimmen noch ums Ganze. Gestern schon konnte der 54-Jährige einen neuen deutschen Rekord auf der 200-Meter-Strecke aufstellen. Heute will er auch über 100 Meter angreifen. Under the voice sky, I'm going there to fly. Sehr zufrieden, fast 2 Sekunden besser als gemeldet und deutliche Verbesserung des deutschen Rekordes. Also ich bin super zufrieden. Doch zurück zur gemischten Lagenstaffel. Achim Reif hatte das Quartett in Front gebracht. Brustschwimmerin Doreen Ziegler, hier links im Bild, den Vorsprung ausgebaut. Nun war es an Delfin-Spezialistin Anke Moos, die Führung auch an den Schlussschwimmer Heiko Krumbeck durchzureichen. Die 45-Jährige kann aus der Mixed-Staffel besondere Motivation ziehen. Ja, das macht besonderen Spaß. Erstmal ist es schon schön, dass wir viele verschiedene Altersgruppen in der großen Mannschaft eigentlich haben, dass viele zusammen schwimmen können. Und wenn wir jetzt mit den Männern zusammen schwimmen, ist das auch nochmal ein besonderes Highlight, weil wir uns ja auch an den Männern orientieren. Die Frauen sowieso versuchen da ein bisschen ranzukommen an die Leistung, an das Tempo. Mit dem Tempo hat es heute gut hingehauen. Und auch Heiko Krumbeck ließ nichts mehr anbrennen. Der 45-Jährige blieb als einziger seiner Altersklasse unter einer Minute und schwamm den Sieg für den Berliner TSC souverän nach Hause. Eine gute Vorlage für den 7. internationalen Berlin Masters Cup im nächsten Jahr. Wenn es wieder heißt, Hauptstadtsport TV Berlin schwimmt. Under a voice sky, I try to get by. Oh.